Hast du dir gerade eine Rolex gekauft und fragst dich jetzt, wie du diese Kosten irgendwie von der Steuer absetzen kannst? Dann schau dir dieses Video bis zum Ende an, denn wir schauen uns diese ganze Thematik Luxusgegenstände von der Steuer absetzen mal etwas genauer an. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und ja, wir bekommen die Frage regelmäßig, aber gerade in Social Media Gruppen oder unter Instagram Posts sieht man das Ganze relativ häufig, dass man irgendwie Luxusgegenstände von der Steuer absetzen kann. Und ob das eigentlich geht oder unter welchen Rahmenbedingungen das eigentlich geht, das schauen wir uns jetzt einfach mal im Detail an, damit ich in Zukunft einfach immer nur noch auf dieses Video verweisen kann. Den ersten Fall, den ich betrachten möchte, ist so ein bisschen der einfachste Fall, und zwar, wenn du damit handelst. Also wenn du Autohändler bist und Luxuskarossen handelst oder Uhrenhändler bist und mit Rolex handelst, dann kannst du den Einkauf dieser Ware natürlich vollständig von der Steuer absetzen. Es ist überhaupt gar kein Problem, eine Uhr für 10.000 oder 20.000 Euro zu kaufen, wenn du davon ausgehst, dass du sie mit einem gewissen Aufschlag anschließend weiterverkaufst und das der Kern deines Geschäftsmodells ist. Und es ist auch relativ nachvollziehbar, dass du als Uhrenhändler natürlich während der Arbeit eine teure Uhr trägst, weil das brauchst du halt für dein Auftreten. Das heißt, immer dann, wenn du in diesem Luxussegment tätig bist als Händler, kannst du diese Kosten natürlich als Betriebsausgabe absetzen. Ein wenig komplizierter, aber auch noch nicht so richtig schwierig ist es, wenn du privat diese Luxusgegenstände kaufst. Weil gerade Luxusgegenstände steigen ja manchmal auch im Wert. Und eine Uhr, die ich in diesem Jahr für 10.000 Euro kaufe, kann ich eventuell in 5 Jahren für 15.000 oder 20.000 Euro weiterverkaufen. Was ist denn mit dem Gewinn, den ich da mache? Wenn ich meine Uhr tatsächlich 5 Jahre später mit 5.000 Euro Gewinn verkaufe, muss ich diese 5.000 Euro versteuern? Wir sind hier in dem Bereich der sonstigen Einkünfte. Das heißt, es ist schon eine Einkunftsart, die einkommensteuerrechtlich relevant ist. Allerdings gilt da eine Haltefrist von einem Jahr. Das ist übrigens auch die gleiche Regelung wie bei Kryptowährungen. Auch bei Kryptowährungen sind die Gewinne steuerfrei, wenn du die jeweilige Kryptowährung länger als ein Jahr hältst. Dazu habe ich übrigens auch schon mal ein Video aufgenommen, das verlinke ich dir einmal oben rechts. Schau dir dieses Video unbedingt einmal an, wenn du davon noch gar keine Ahnung hast. Und das gilt zum Beispiel auch für teure Luxusuhren. Das heißt, wenn ich jetzt heute meine Uhr für 10.000 Euro kaufe und in 5 Jahren mit Gewinn verkaufe, dann ist das steuerfrei, weil ich diese Uhr länger als ein Jahr besessen habe. Wenn die Haltedauer für diesen Luxusgegenstand allerdings unter einem Jahr ist, dann muss ich eventuell Steuern bezahlen. Da gibt es eine Freigrenze von 256 Euro pro Jahr, das heißt, so hoch darf mein Gewinn sein und dann muss ich auch keine Steuern bezahlen. Aber wenn der Gewinn über 256 Euro ist, muss ich den gesamten Gewinn, also den Verkaufspreis minus den Einkaufspreis, dann muss ich diesen Gewinn vollständig versteuern mit meinem privaten Einkommensteuersatz. Ein anderes Szenario sind die normalen Betriebsausgaben. Das heißt, wenn ich kein Uhrenhändler bin und meine Uhr auch nicht privat gekauft habe, sondern ich bin ganz normal selbstständig und möchte aber gern meine 20.000 Euro Rolex von der Steuer absetzen. Beispielsweise, weil ich Verkäufer bin und zeigen möchte, dass ich einen gewissen Status habe und erfolgreich bin. Oder aber ich habe einen Instagram-Kanal und möchte euch gerne teilhaben lassen an meinem Entrepreneur-Lifestyle und zeigen, wie erfolgreich ich bin, um anschließend Werbepartner meine Reichweite zu verkaufen. Da könnte ja eventuell Rolex durchaus einen betrieblichen Zweck erfüllen. Aber um das zu beantworten, dafür gucken wir einmal in § 4 Einkommensteuergesetz und da steht drin, dass ich Dinge nicht absetzen kann, um es genau zu sagen, Aufwendungen, die die Lebensführung des Steuerpflichtigen oder anderer Personen berühren, soweit sie nach allgemeiner Verkehrserfassung als unangemessen anzusehen sind. Das heißt zusammengefasst, die allgemeine Verkehrserfassung, also andere Leute müssen diese Ausgabe grundsätzlich als angemessen betrachten. Und da stellt sich schon die Frage, ob eine Rolex tatsächlich angemessen ist nach allgemeiner Verkehrsauffassung. Da können wir sagen, würde ein anderer, also ein fremder Dritter, ein fremder Geschäftsführer, tatsächlich diese Investition tätigen? Ist es wirklich wert, eine 20.000 Euro Uhr anzuschaffen, um anschließend mehr Versicherungsverträge ermitteln zu können oder aber um jetzt 100.000, 10.000 mehr Follower zu gewinnen? Und das musst du im Zweifel nachweisen, dass das eine sinnvolle Investition ist. Meine persönliche Meinung und Erfahrung, das ist schwierig bis unmöglich, das wirklich nachzuweisen, dass dafür diese bestimmte Uhr notwendig gewesen ist. Und wenn du das nicht nachweisen oder beweisen kannst, dann kannst du diese Ausgabe auch nicht von der Steuer absetzen. Es gibt gerade in dem Bereich Luxusgegenstände als Betriebsausgabe immer wieder Urteile, gerade in Bezug auf Firmenwagen.
So gab es zum Beispiel einen Tierarzt, der einen Ferrari Spider unbedingt als Firmenwagen haben wollte und argumentiert hat, dass er das braucht, um mehr Umsätze zu erzielen. Allerdings hat der vor Gericht kein Recht bekommen. Natürlich kann er theoretisch dieses Auto haben, die Kosten dafür muss er allerdings privat tragen. Der Grund dahinter ist, dass auch ein anderes Auto zum deutlich niedrigeren Preis den gleichen Zweck erfüllt hätte und es war nicht möglich nachzuweisen, dass dieser Tierarzt wirklich dieses teure Auto gebraucht hat. Deswegen konnte er nur einen Teil der Kosten absetzen, und zwar den angemessenen Teil, und den unangemessenen Teil, den musste er selbst von seinem versteuerten Geld zahlen. Und genau das gleiche gilt auch für deine Uhr. Das heißt, wenn du unbedingt deine Rolex im Betriebsvermögen irgendwie absetzen möchtest, dann kannst du nur den angemessenen Teil absetzen und musst den unangemessenen Teil selbst tragen. Angemessener Teil wäre zum Beispiel eine andere Uhr, die gleiche Funktion erfüllt. Das heißt, erstmal den unangemessenen Teil rausrechnen und zweitens musst du auch den privaten Nutzungsanteil deiner Uhr herausrechnen, der relativ schwierig ist zu schätzen, aber wenn du nur einmalig für Instagram ein Bild von deiner Uhr machst, dann war ehrlicherweise der betriebliche Nutzungsanteil nur sehr gering und der private Nutzungsanteil hat definitiv das Schwergewicht. Das heißt, das müsstest du beides rausrechnen und dann müsstest du immer noch beweisen, dass das ganze betriebswirtschaftlich eine sinnvolle Investition gewesen ist. Und ehrlicherweise, das Ganze wird schwierig bis unmöglich. Deswegen können wir zusammengefasst sagen, dass so eine Kosten für eine Rolex als Geschäftsausgabe eigentlich nicht möglich ist. Ich sehe jetzt schon einige Instagram-Entrepreneure, die verzweifelt sind, weil sie plötzlich ihre Rolex nicht mehr von der Steuer absetzen können. Das tut mir natürlich wahnsinnig leid, aber ich habe vielleicht auch einen kleinen Ausweg. Und zwar kann man solche Dinge in der Regel auch mieten. Und die Frage stellt sich ja hier, wenn ich eine Rolex nur für ein Fotoshooting mieten würde, kann ich das dann von der Steuer absetzen? Und auch da gilt der Grundsatz der Angemessenheit und ja, der betrieblichen Veranlassung. Das heißt, wenn du dir eine Rolex nur für eine Stunde mietest, nur für das Fotoshooting, ist relativ einfach nachzuweisen, dass du es wirklich auch nur betrieblich gebraucht hast. Und dann darf die Miete natürlich auch nicht zu hoch sein. Stell dir in solchen Zusammenhängen immer die Frage, ob ein fremder Geschäftsführer, das heißt jemand, der betriebswirtschaftlich sinnvolle Entscheidungen trifft, jetzt die gleiche Entscheidung auch treffen würde. Wenn du beispielsweise 100 Euro für die Miete für so eine Uhr bezahlst und dadurch dein Post dreimal so viel Reichweite generierst und du von Werbepartnern entsprechend auch dreimal so viel Umsatz kassieren kannst, dann kann das eine betriebswirtschaftlich sinnvolle Entscheidung sein und dann kannst du natürlich die Mietgebühren für solche Luxusgegenstände auch von der Steuer absetzen. Du musst das aber immer nachweisen können. Und wenn die Miete unangemessen hoch ist, dann kann natürlich auch in solchen Fällen der Betriebsausgabenabzug versagt werden oder zum Teil versagt werden. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und du weißt jetzt, wie und in welcher Form du deine teure Uhr kaufen kannst. Wenn du dir jetzt sagst, solche Auskünfte erwarte ich doch von meinem Steuerberater, ich habe leider aber keinen, dann sind wir vielleicht der richtige Steuerberater für dich, denn wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und sagen dir auch gern persönlich am Telefon, dass du deine Rolex nicht von der Steuer absetzen kannst. Alle Informationen zu unserem Angebot und wie wir dir ganz konkret weiterhelfen können, erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Schau ansonsten aber auch gerne die weiteren Videos auf diesem Kanal, wie dieses hier oder dieses hier.